Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel im Haarsalon. Es geht weiter mit dem Game und wir dürften auch so langsam ans Ende kommen. Hatte ich ja, glaube ich, schon im letzten oder vorletzten Part gesagt oder vermutet. Das hier scheint nicht nur ein Haarsalon zu sein, weil sonst würde es hier keine Garderobe geben, oder? Obwohl, vielleicht kommt man... Ja, guck mal, hier ist ein versteckter Club. Geil. Oh, und hier? Hier ist der Türknauf auf der falschen Seite. Mach nochmal zu. Geht das zu? Oh, wie dumm das aussieht. Ja, okay. Egal, passiert. Mir ist auch im letzten Part ein kleiner Fehler passiert. Und zwar, war das Audio ein bisschen kacke. Das hab ich in diesem Part hoffentlich... Hallo? Auf ihn? Okay, ich wollte ihn hier eigentlich dazu überreden, sich zu ergeben, aber gut, dann halt nicht. Das habe ich hoffentlich in diesem Part besser hinbekommen. Aber in der Testaufnahme hat sich's auf jeden Fall gut angehört. Oh, nice. Neue Munition für die Pistole. Ei, na? Ja, in der Testaufnahme hat sich's gut angehört. Und ich hoffe, dass es jetzt hier auch in der Aufnahme vernünftig läuft. Außerdem habe ich auch herausgefunden, warum die Steuerung ein bisschen rumgespackt hat. War eigentlich ziemlich offensichtlich. Und zwar habe ich so eine kabellose Sensorleiste. Oh! Oh, da ist der Boss. Da ist der Boss. So, runter damit. Ja, ich habe so eine kabellose Sensorleiste und... Ah, das ist cool. Holy shit. Und diese Sensorleiste, die benötigt Batterien. Bist du nicht Manns genug, um gegen mich zu kämpfen? Ja, warte. Worauf wartest du? Und ich habe jetzt, ja gut, keine neuen Batterien, aber halb aufgeladene Batterien nochmal reingepackt. Und das sollte jetzt besser funktionieren. Man merkt auch direkt, es funktioniert besser. Ja, darüber hüpfen, aber das Spiel will's nicht. Holy shit, ist die hässlich. Was ist da denn los? Nur starke Angriffe? Okay. Ja, gut. Da haben wir leichtes Spiel, würde ich sagen. Aua, scheiße. Okay, doch nicht nur starke Angriffe. Alter, ist die schnell. Alter, ist die schnell. Okay, jetzt benutze ich nur leichte Angriffe. Hallo. Aua. Ja, okay, ich bin down, ne? Nein, noch nicht. Scheiße. Okay. Die ist heftig schnell. Hätte sie jetzt nur starke Angriffe benutzt, hätten wir echt leichtes Spiel gehabt. Aber so... Dann doch eher nicht. Ich muss den ganzen Kack jetzt hier neu machen, oder was? So. Dann machen wir es aber dieses Mal im Schnelldurchlauf. Kommen wir hier direkt durch? Ja. Bringt uns nur nichts. Okay, nice. Dem haben wir richtig gut gegeben. Nur er lebt immer noch. So, runter damit. Und du ebenso. Sehr gut. Frag mich, was passiert, wenn man in einem Spiel die maximale Anzahl an Respektpunkten bekommt. Hä?
Warum kommt jetzt kein Boss? Oder bemerkt das Spiel, dass ich das schon mal gespielt habe und verkürzt die Sektion. Das wäre natürlich krass. Aua. Okay, nice. Bleib jetzt immer dabei, nach rechts auszuweichen. Nein, warum? Warum hat das nicht gezählt? Okay, nice. Ja, okay. War eigentlich easy. Hab mich halt nur ein bisschen dumm angestellt. Was? Das denn hier? Eigentlich ist es ja dahinter. Hier hinter ist es ja eher offen in den meisten Fällen. Oder nicht? Zumindest würde ich mir das so vorstellen. Hier eine Tür einzubauen, macht irgendwie keinen Sinn. Aber zumindest, dass man hier die Tür dann rausbaut. Aber warum sollte man da eine Tür hin machen? Hä? Schon wieder? Hallo. Hi. Gaijin mit deinem Schwert? Das wird ein Spaß. Ja. Für mich auch. Aua. Zack. So sieht's aus. So sieht's aus. Nein. Aua. Scheiße. Ja. Easy. Alles klar. Und ihr seid die Frauen, die ich befreien soll? Anscheinend. Ja, kein Problem. Retten Sie unsere Schwestern. Danke, verstehe ich. Das ist easy. Zum Auffüllen deiner Fokusleiste schießt du hintereinander auf mehrere Ziele. Je schneller du bist, desto schneller füllt sich die Leiste. Verschone Feinde, um Respekt, Fokus-Time und Spezialboni zu erhalten. Sieht man eigentlich irgendwo, wie viel Fokus-Time man noch hat? So außer im Fokus selber? Ist eigentlich mal ganz interessant. Ach, hier unten, ne? Ja, da unten, ja. Okay. Bin heraus, wo sich die, wo die Geishas festgehalten werden. Befreie die zweite Geisha-Gruppe. Und es geht nach draußen? Nein. Nicht ganz. Nicht ganz, Alter. Ah, guck mal, wer da ist. Guck mal. Runter damit. Alter. Oh, Alter. Oh, ich liebe die Musik in dem Spiel. Die ist so cool. Irgendwie auch mal wieder Bock mit der Uzi rumzuballern, auch wenn die irgendwie ein bisschen kacke ist. Weil sie halt nicht so... Ah, sie ist halt nicht so präzise, ne? Cool. Eine Granate. Wir haben schon ordentlich Granaten anscheinend. Sollte mal wieder welche benutzen. Da komme ich nicht rein. Warum nicht? Hier drüben? Soll ich hier drüben rein? Jo. Alles klar. Ach so, okay. Um deine aktuellen Einsatzziele anzuzeigen, drücke den Minusknopf an der Wii-Fernbedienung. Halte das Spiel an, rufe das Optionsmenü auf, indem du den Plusknopf an der Wii-Fernbedienung drückst. Okay. Was ist das? Ein komisches Vibrieren, hä? Beleuchtung hier auf einmal viel anders ist und das ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch in dem Spiel, aber gut. Ich glaube, die Beschränkungen der Wii haben das Spiel echt ein bisschen zurückgehalten.
das Spiel auf Xbox oder PlayStation erschien. Alter! Holy shit! Das Spiel auf Xbox oder PlayStation erschien, kann ich mir gut vorstellen, dass man noch viel mehr aus dem Spiel hätte rausholen können. Er tanzt in Footloose, der Junge. Was? Ah, da drüben. Ja, komm, dann runter damit. Das ist halt genau das, was ich gemeint habe, aber ich... Es kann auch sein, dass ich ihn gerade nicht getroffen habe, weil er sich ergeben wollte. Alter, mit der Uzi rumzuballern ist schon witzig. Okay, schönes Ding. Er ist auch noch da. Ja, dann runter. Dann kann man auch außerhalb der Focus-Time jemanden dazu bringen, sich zu ergeben. Wenn man vernünftig schießt. Also es reicht anscheinend auch, auf die Waffe zu schießen. Scheiße. Da muss ich kurz Focus-Time anwenden. Ich bin hier echt offen. Hallo? Alter! Was soll das? Okay, kurz verstecken. Wo ist der letzte? Da. Das war's. Okay. Alter. Ah, okay. Lass meinen Revolver nehmen. Na, was? Wo? Da oben. Ach du Scheiße. Holy shit. Die jetzt auch Granaten werfen. Okay, good job. Was war das denn? Okay. Schön ins Knie geschossen, den Jungen. Okay, cool. Na, hallo. Ich hätte gern wieder die Uzi. Ja, geil. Oh, Moment. MP7. Können wir auch mal spielen. Fällt mir gerade ein. Könnten wir eigentlich echt auch mal spielen. Ja, komm. Mach auf. Speicherpunkt. Ordentlich Granaten. Wir sollten die echt mal benutzen, ne? Komm, machen wir jetzt. Bei der nächsten Möglichkeit. Mhm, die lassen sich gut gehen, die Jungs. Aber gut, wird's ihnen nicht mehr lange gehen. Nice. Okay, das ist eine Geisel, ne? Oder eine Geisha zumindest. Komm, wirf den mal. Hallo, ich hab doch vernünftig geworfen. Okay. Ach du Scheiße. Ja. Ich bin erstmal. Einen Moment. Ich will mir erstmal hier neue Granaten holen. Jetzt können wir weitermachen, meine Herren. Ich möchte die echt nicht rollen, ne? Aber er macht's einfach. Aha. Oh. Immer noch die Geisel. Ja, gut. Alter.
Entspannt euch. Boah, okay. Da bin ich ein bisschen gepanickt. Gebe ich zu. Oh, Moment. So. Das soll's gewesen sein. Puh, Alter. Alles klar? Ja, alles klar. Sehr gut. Hier kommen wir nicht durch. Und hier ist noch eine Schutzweste. Jawoll. Oder Schussweste, besser gesagt. Cool. Oh, die Musik ist aber schon wieder feier, ne? Holy shit. Hey, schöner Mann, komm mal zu mir nach oben. Mach ich. Was für dich. Jo. Na? Worauf wartest du? Wolltest du auch tanzen, oder was? Gegen mich zu kämpfen? Hat deine Schwester eben auch schon gesagt. Hat dafür mächtig kassiert. Zack. Und zack. Ich finde zwar, ich bin nicht ganz so gut gemoved. Aber ich wurde zumindest kein einziges Mal getroffen. Das hat gereicht. Also beschweren will ich mich nicht. Ja, komm. Hört auf mit den Trommeln. Ist vorbei. Ah. Ah, okay. Hallo, du böser Junge. Hi. Nein. Aua. Hä? Was war das denn? Nein, böse Mädchen müssen bestraft werden. Zur Not auch mit dem Schwert. Alter, ey. Aua. Na? Nein. Die Schussweste zählt tatsächlich auch hier. Okay. Interessant. Okay. Nice. Aktuelles Einsatzziel erreicht. Wie viele Gruppen gibt's denn? Drei? Arigato gozaimasu. Domo. Jo, kein Problem. Sie haben uns als einziger geholfen. Wir werden Sie nie vergessen, Sie, den Samurai aus dem Westen. Aber Sie können nicht hierbleiben. Mama Sansasori ist bestimmt schon unterwegs und wird Sie in Stücke reißen. Meinst du? Ziel erreicht. Alle Geishas sind befreit. Okay. Nice. Neutralisiere Mama Sansasori. Okay. Wie gesagt, sorry, falls ich den ganzen Kram nicht richtig ausspreche, aber ich bin auch kein nativer Japaner. Ne? Also, denke nicht, dass das... Denke, dass das die meisten falsch aussprechen würden. Hallo? Ah, okay. Du frecher kleiner Gaijin. Nach deiner Bestrafung wird der Begriff Schmerz eine ganz neue Bedeutung erlangen. Schnappt ihn euch! Warum schießen die nicht direkt von oben auf mich? Idioten. Weißt du... Alter! Okay, ich wollte gerade sagen, weißt du was? Gut. Ich glaube, dass gegen die normales Schießen nicht so wirklich viel helfen wird. Deswegen wollte ich Fokus-Time benutzen. Und dann jagen die einfach das scheiß Auto in die Luft. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Eine ganz neue Bedeutung erlangen. Schnappt ihn euch! Thank you.
Hä? Alter, okay. Und die können sich noch nicht mal ergeben. Okay, nice. Wo ist der andere? Wo ist der scheiß andere? Da drüben. Was zum Teufel? Wie ist er da hingekommen? Was? Und? Ihn kann man dazu überreden, sich zu ergeben? Was? Hä? Ich schieße ihm tausendmal in die Fresse und er einfach nur so, ja, ja, ist ja gut. Nimm schon die Waffen runter. Männer, nutzlos, wie immer. Also muss ich mich selber um dich kümmern. Na denn? Ja, komm. Mhm. Du siehst noch Moves hast du auf jeden Fall. Mir erzählt hat, Gaijin. Wie schade, dass ich dieses hübsche Gesicht zerstören muss. Ach, aber Quatsch. Da du ja auch gegen Frauen kämpfst. Solange dein Gegner Ausdauer hat, kannst du ihn nicht treffen. Weiche aus, pariere und triff sein Schwert, um seine Ausdauer zu reduzieren. Erster Bosskampf. Okay, nice. Au, au, au. Das war unfair. Aua. Au. Au, au. Okay, nice. Okay, schön. Au. Okay, geil. Mach doch! Schlag zu! Okay, nice. Aber jetzt, wo sie keine Ausdauer mehr hat, benutzt sie, glaube ich, auch keine starken Angriffe mehr. Was? Was soll der Scheiß? Okay, nice. Hundert Respektpunkte. Puh. Alles klar. Keine Sorge, da gab es gerade keinen Sound. Der Sound ist jetzt ganz ausgefallen. Ja gut, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Ich denke, im nächsten oder übernächsten Part werden wir das Ganze dann hier abschließen. Aber wir werden natürlich auch noch im Dojo und auch unten in der beim Schießstand nochmal vorbeischauen, um die ganzen Katas und die Waffen freizuschalten. Also, keine Sorge, wir werden noch alles machen. Weil damit anzufangen und es dann nicht abzuschließen, wäre Quatsch. Gut, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke, es wird noch richtig spannend, gerade wenn wir dann auf Ryuichi treffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hart der Kampf war, aber ja, wie gesagt, es bleibt auf jeden Fall spannend. Bis demnächst und ciao.